Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde. Ja, ich bin ein bisschen nackig, heute ist warm und ich fahre gleich an den See. Real Life und so. Und ich hoffe, dass heute guter Wind ist. Mal so ein bisschen Private Talk am Rande. Weil ich auch sehr, sehr gerne Windsurfen gehe und deswegen brauche ich immer Wind. So. Wir sind natürlich immer noch im wilden Modus, ganz klare Sache. Und ich habe jetzt noch ungefähr 2 Stunden. Deswegen hoffe ich, dass ich in den 2 Stunden ja, noch ein bisschen hochkomme. Minimumziel ist Rang 10 für mich. Eigentlich. Mein Gott, ich suche hier einen Haargummi überall. Ich sehe so verpennt aus. Ah, Wochenende, ne? So ist das am Wochenende. Seid auf der Hut. Ja, jetzt spielt es jeder oder was? Ich bin jetzt mitten im Hype, das wollte ich sagen. Hoffentlich nicht. Komm, so viele Leute spielen das auch nicht. Haben wir bisher erst einmal gesehen. Geil. Entdeckt eine Todesröcheln-Karte. Nice. So, Boys, deswegen jetzt hier schön 2 Stündchen aufnehmen für euch, spielen für mich. Und dann fahre ich zum See. Los geht's. Allein. Ja, der ist eigentlich echt immer noch gut, ne? Kann man nichts sagen. Glubschauge. Oh, Mill! Ein Milchschurke. Der kriegt ja richtig auf die Nase. Nice. Nice. Dreierbande. Alles zu slow, mein Freund. Folks. Okay. 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 Das ist natürlich blöd für mich.
Ja, er wird mich jetzt auf jeden Fall müllen. Die Frage ist nur, kriege ich ihn tot? Meucheln für 5. Nice. Meine Hand ist zu voll. Gut gespielt. Meine Hand ist zu voll. Leroy plus Kaltblütigkeit sind 10. Das heißt, ich muss ihn. Los geht's. Frage ist, hat der Reno Jackson drinne? Oder ist das ein richtiges Mill-Deck? Der Dreierbande schon gespielt, ich habe nicht darauf geachtet. Also spätestens in 2 Zügen ist er matt. Vielleicht sogar im nächsten Zug. Aha. Grabnuss. Meine Hand ist zu Pilzpower. voll. Trinkt aus, Gott sei Dank. Ich dachte, er kriegt noch Life Drain oder irgendwas. Das ist doch gut. Also, Leroy plus Stud sind genug, ja. Zed Mercy. Easy. Die Daily ist auch fertig. Schön. Once I fallen. Schon wieder Valera, Mann. Das müsst ihr mir nicht sagen. Nice, richtig nice. So will der Papa das sehen. So, ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Keinen am Leben lassen. Nice. Das sieht man Gott sei Dank noch recht selten, dieses Deck hier. Aha, wir haben so einen Waffen-Typo. Los geht's. Habe ich natürlich 3 Damage kassiert, aber ich denke, es war okay. Ah, er hat halt seine Life-Drain-Waffe auf Action. Ich weiß nicht, ob ich da pack. Hängt, glaube ich, davon ab, wie lucky er ist, dass er die Life Drain drauf machen kann, Lebensentzug. Davon hängt es hauptsächlich ab, Los würde ich geht's. sagen. Mit euch füttere ich die Fische, Landratte. Oh!
Kein Lebensentzug, bitte. Und schon wieder Liesel mit Leroy und Kaltblütigkeit. Nice! Ja, so kann es weitergehen. Ich würde gerne häufiger gegen solche Schurken spielen. Das wäre nice. Ja, komm, ich behalte das mal so. Gegen Paladin, Turn 1 ist klar, Turn 2 ist auch klar, Turn 3 kann man ja nochmal angreifen und so. Nee, ich benutze den Coin jetzt nicht. Weil ich echt am Überlegen bin, das als nächstes zu benutzen. Einen Diener auf eurer Hand. Dann könnte ich den nämlich buffen, was ziemlich geil wäre. Also sowieso ziemlich strong ist. Das ist nämlich nice. Dann kann ich im nächsten Zug den spielen, mit der Waffe angreifen. Obwohl, jetzt hat er wieder ein Secret rausgebracht, ne? Ich mache es mal so. Oh, okay. Oh nein! Okay. Wow, okay. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist sehr schlecht für mich. Ah, okay. Zur Not. Nee, war ein Missplay. Ich hätte den vorher spielen müssen. Ich meine, gut, dann wäre er auch tot gewesen, aber Alter. What's the going? Jetzt macht er mich hier mit einer Karte fertig, oder was? Darf doch wohl nicht wahr sein. Ich musste die jetzt angreifen.
Sonst kriegt er mit Gottes Schild ihn auch noch for free weg, wenn er tradet. Ja, Segen der Könige, ist klar. 9 Damage. Okay. Newsten, wir haben ein Problem. Ich glaube nicht, dass ich das noch überlebe, aber ich muss es ja versuchen. Hat er echt Glück gehabt, muss man echt sagen, ne? Also da hat er wirklich Glück gehabt. Jetzt Power. Die Frage ist, kann er mir mit irgendwas 5 Damage machen? Leroy scheint ja auch sehr aggressiv zu sein. Hat denn Leroy drin? Okay. Okay. Au! So, sind wir schon im Liesel-Bereich? Das ist hier die Frage. Setzt Angriff und Leben aller Diener auf 3. Das heißt 3... 9, 11, 17, reicht nicht. Reicht nicht, reicht nicht. Ist noch nicht Liesel. Aber vielleicht kann ich das so machen. Das ist aber nicht die Mondlichtung. Oder habe ich mich verrechnet? Ne, ich glaube nicht. Weil normalerweise hätte ich den Waffenangriff nicht gehabt. Ja. Und ich habe nur einen Damage verloren durch den... Der hat die ja runtergemacht. Okay. Ein Damage, komm, 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 komm. Kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht. Ja! Gut gespielt. Los geht's. Boah, das war eine knappe Nummer, ey. Ich habe echt gedacht, ich verliere das noch. Aggressives Deck, aber mit Control. Style dann doch noch einigermaßen rumgerissen. Ja, es war echt risky, dass ich da den Messer-Jongleur, ne? Der, ihr wisst, was ich meine. Der ist ja so hochgepowert worden von dem. Hochgebufft und hast ja nicht gesehen, da war der total krass mit Gottesschild Spott und 5-4 oder so hatte der, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Manchmal frage ich mich auch, was ich hier tue. Ja, muss auch mal sein. Rang 11, Boys. Rang 11.
Was soll ich sagen? Etloy. Questpriester, bin ich tot. Sag ich euch so. Ich hatte dreimal in den ganzen Folgen Questpriester. Macht mich fertig. Ich wünsche euch ein herrliches Sonnenweltfest. Mit euch für drei epische Landwehr. Bloody Ronin. Bring Sally up, bring Sally down. Was ist bloß die Lunas Wille? Gut, was ist bloß die Lunas Wille? Das war jetzt eine Überlegung für ihn. Das war eine schwierige Überlegung für ihn. Coin und Schattenwortschmerz, das war teuer. Könnte aber tatsächlich Reno Jackson Priester sein, glaube ich. Dr. Balance in the hood, y'all. Als ob. Was lauert in den Tiefen? Los geht's. Was lauert in den Tiefen? Ich sag euch, was da lauert. Der nächste Wind lauert. Nice. Fungomant, Kaltblütigkeit, GG. Okay, ich glaube noch ein oder zwei Wins, dann ist das Tagesminimumziel schon erreicht. Wer hätte das gedacht? Kaltblütigkeit behalte ich mal. Hexmeister ist so eine Sache, ne? Wenn der seinen Spott rauskriegt, dann ist vorbei für mich. Weil den kriege ich niemals weg. Ich habe kein Silence und das war's. Kann ich niemals spielen, scheiße. Im Namen des Lichts. Ach, wir haben Zulok, okay. Wir haben Zulok. Jetzt ist die Frage, wie kämpfe ich gegen Zulok? Mache ich das jetzt eher kontrollmäßig oder gehe ich ihm ins Face? Ne, das ist die Frage. Ich glaube, mit der Waffe trade ich seine Boys weg
Und mit den Dudes gehe ich ins Face. Das ist so mein Hauptplan. Hat jemand den Arzt gerufen? Zeit zum Spielen! Mit euch füttere ich die Fische. Bring Sally up, bring Sally down. Ich nehme ein Buch. Okay. Los geht's. Muss auf jeden Fall nochmal die Waffe machen, solange ich den Buff-Typen noch hab. Hat schon eine Menge Karten ausgegeben, ne? Jetzt hat er noch 5 auf der Hand. Auf jeden Fall, was das betrifft, geht es ihm schlechter als mir. Los geht's. Ja, Wahnsinn! Höllenfeuer hat er gar nicht im Deck, ne? Höllenfeuer hat der Heal so nicht im Deck. Wow, okay. Ja gut, wir sind nicht im Standardmodus, ne? Das muss ich bedenken. Ah, ist ja geil. Jetzt haben die ja noch mehr Leben. Danke. Danke. Los. Kriegt der doch nie weg. 3-8 und 3-4, der meine Waffe bufft, ey. Richtig nice. Gut gespielt. Macht auf jeden Fall echt Bock, das Deck. Da tauscht er noch das Leben, Mann. Krass. Komm, bin ich 10? Ja. Sehr nice. Bring Sally up. Bring Sally down, that pop up when you get the ground. Bring Sally up, bring Sally down. So, ich hol mir mal eben so ein Haargummi, es geht mir auf den Sack. Bring Sally up. Bring Sally down. Mach ich so. Oh, jetzt habe ich keinen Piraten, ne? Oh, das ist schlecht. Habe ich nicht aufgepasst. Ich mach mir mal eben die. Lass keinen am Leben. All that you belong. All that you be do. Bring Sally up. Bring Sally down. Boah, ey, wenn er einmal so ein Scheiß Ohrwurm drin hast, ne? Dann hast du ihn drin, so. Nee, mach ich nicht, Coin. Mach ich nicht. Aber jetzt bin ich Rang 10, das ist schon mal geil. Da kann ich schon mal wieder nicht absteigen, soweit ich weiß. You belong. I greet you, Edge.
finde es gut, dass ich die beiden habe gegen Paladin. Oh, wow. Not nice. Ich hätte die eigentlich für Combo behalten müssen, dass ich die Combo immer rauskriege hier. Für Kaltblütigkeit und SI7 Agent. Wow. Tja. Wrong order. Nice. Ach, ich bin bescheuert, ne? Ich hätte auch eigentlich den spielen können. Ich wollte den, ich wollte Glubschauge rauskriegen. Los geht's. Ja, das war doof, das war doof. Warte mal. Los, das ist eigentlich geht's. Wurst, ne? Mann, ey, jetzt bin ich aber auch. Jetzt habe ich mich aber auch verwurstet hier. Scheiße. Ah, sorry, guys. Das war richtig krass. Missplay, ey. Wenn ich das verliere, dann bin ich selber schuld. Hoffentlich hat er keine Weihe. Wobei die Paladine in den aggressiven Decks ja selten Weihe spielen, irgendwie. Ja. Das ist aber geil. Da bin ich noch mal gut rausgekommen. War ein krasser Missplay und so, aber ja, Glück im Unglück. Alter, geil. Richtig geil. Boah, ey. Da bin ich so gerade eben noch mal rausgekommen aus der Nummer. Jetzt hat er sich nämlich gedacht, oh ja, der hat ja nichts gegen Board Clear, dann kann ich hier noch mal meinen zweiten Messervogel rausbringen und bam. Bam. Nices. Wow. Jetzt denkt er sich wieder. Geil, er hat kein Boardclear mehr. Er hat seinen Dude gespielt. Jo, pass auf, Junge. Patricks. Easy. So muss es, Freunde. So muss es. Bring Sally up. Bring Sally down. Can't put my up in your background. Bring Sally up. Bring Sally down, bounce drop on the sand of ground. Sally up. Sorry, guys. Oh, Schamane. Schamane. Even Schamane wahrscheinlich. Oder hier dieser, ich buff mein Board, Schamane. Ja. Der Dr. Balance, der wartet auch schon wieder drauf. Wobei ich echt glaube, meistens ist das Spiel ja schon vorbei bis Turn 7. Und falls nicht, dann hat man noch so eine geile... Also ich bin echt begeistert von dem Deck, muss ich wirklich sagen. Man hat echt Bock. Und ich spiele Schurke normalerweise sehr ungern. Ne? Aber man ist halt sehr flexibel mit dem Deck irgendwie. Wahnsinn. Los geht's.
Gott, jetzt habe ich diesen Mist in meinem Deck. Seid ihr mein... Oh, Cthulhu. Er plus 2 plus 9, nachdem er einen Diener angegriffen hat und vernichtet hat. Die Waffe ist nicht so geil irgendwie, ne? Den auf der Hand ist auch nicht so geil. Lucky Boy. Nice. Im nächsten Zug spiele ich den. Eiferl plus 2 plus 2, nachdem ein Diener angegriffen hat und vernichtet hat. Dann kann ich noch einen Dude mit der Waffe nochmal angreifen, der wird gebufft. Und im 7-Mana-Turn spiele ich den Dr. Balance. Wird das ewig so weitergehen? Überraschung! Ja, jetzt kommt ein Gewittersturm oder irgendwas, ist ja klar. Also, oder ein Vulkanausbruch, wie heißt das Ding nochmal? Volcano. Vulkan. Nee, jetzt weiß ich. Vulcano. Früher am Morgen schon hier. Der Energies. So. Was machen Sachen? Waffe und so wäre, glaube ich, eigentlich wäre das sinniger, ne? Ach, der Effekt bleibt ja, ne? Jupp, der bleibt. Awesome. Stehen bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Waffe geil ist, ehrlich gesagt. Ciao. So muss es sein, nicht anders. Genau so muss es sein. Boah, vielleicht ist sogar Rang 5 noch drin, bevor ich an den See fahre. Das wäre geil, das wäre richtig geil. Denn morgen und übermorgen habe ich definitiv keine Zeit. Da bin ich definitiv nicht online. Freitag, Samstag, Sonntag.
Montag? Ja, vielleicht Montag. Vielleicht schaffen wir es Montag. Oder Sonntag, vielleicht auch. Muss ich gucken. Also Zeit haben und Zeit nehmen sind ja auch immer zwei Paar Schuhe, ne? Liebe Kinder. Und leider nehme ich mir oft die Zeit. Weil ich einfach Bock habe. Und dann lasse ich andere Dinge dafür schleifen. Und das ist natürlich nicht so cool. Deswegen Real Life geht immer vor. Merkt euch das. Das habe ich nämlich gestern und heute so viel Hearthstone gesuchtet. Wie schon sehr lange nicht mehr oder noch nie sogar. Noch nie habe ich so viel Hearthstone gespielt an zwei Tagen. Hey, Dummkopf! Ich dachte schon direkt machen mit dem. Ja, es macht von allem am meisten Sinn, ne? Obwohl ich könnte auch. Ja, das geht auch. Wow. Leck o Fanny. Willst du mich salvagen? So, wir haben jetzt hier 4. Ein Damage auf, ne? Meine Güte. Ich frage mich, ob. Los geht's. Boah, wenn er einen Hellfire hat, ne? Das Risk. Nee, komm. Kein Bock auf Hellfire. Kein Bock auf Hellfire. I'm not amused. Das ist ja cool. Ihr steht vor Araxos. Natürlich super Late Game, aber immer noch besser als der. Okay. Verleiht einem Diener 3 Angriff. Mhm. Ja, macht Sinn hier. Nächsten Zug, Dr. Bumm. Ich hoffe, er hat den nicht jetzt. Nope. Nope. Raus aus meinem Dschungel. Gleich viel Leben. Aber erstmal habe ich mehr Karten auf der Hand. Und ein schöneres Board als er. Deswegen. Bring's her, yeah.
So, ich könnte jetzt die beiden Bumbots buffen. Meine Güte. Ich glaube, man mache ich auch. Hellfire! Yes! Bam! Bam! Oh, das machen wir mal low jetzt. Ja. Aber nicht so viel Damage, du. Was lauert in den Tiefen? Ja, das Blöde ist, ich krieg die Combo hier nicht auf. Es sei denn, ich buff den, mach Combo. Ja, das ist doch Schwachsinn. Nee. Weil ich habe hier Leeroy mit. Kaltblütigkeit sind 10 Damage, also wir sind im Liesel-Bereich. Ich glaube, das einzig Sinnvolle wäre, das hier zu spielen. Einfach. Mache ich die Waffe nochmal neu und das war's. Jetzt kommt's, Reno Jackson, ey. Hoffentlich nicht. Oh nein! Oh nein. Da hatte ich schon was zu gesagt, Boys, ne? Das ist die einzige, wenn die Karte liegt, habe ich verloren. Ich die nicht silenzen kann. Warte mal überlegen. Okay, Moment. Ich könnte das spielen und den. You face your Raxos! Spielt er gleich einen Gul'dan. Scheiße. You face your Raxos. Bin ich auch überlegen, ob ich den vielleicht spiele. Ey. Nein! Meine Kaltblütigkeit! Oh Gott. Irgendwo Mistliesel gemacht, nee, ne? Oh, 8, 19, 15, 6, 7. Okay, macht ein Trady. Macht ein Trady. So. Schon. 7 Damage hat du nicht. Geil. Boah, ey, was eine Runde. Das wird ja richtig anspruchsvoll hier. Wird ja richtig anspruchsvoll, Leute.
Bring Zilly up, bring Zilly down. Krass. Das war ja eine Runde, du. Aber nach dem Match kommt ein neues Episodchen. Oh krass. Er hat an der Tür geklingelt, scheiße. Bin ich zuerst dran? Ah, ich schon tot. Los geht's. Fröhliche Sonnenwächter. Ein Fest der Elemente. Jetzt werde ich das vielleicht verlieren, weil ich AFK gehen musste. Das ist natürlich scheiße. Egal. It is wie es ist. Okay. Na gut, den hätte ich auch noch spielen müssen. Egal. Ah, nee. Scheiße. Jetzt war ich nicht da, nicht konzentriert und... Ich glaube, heute war noch kein Loose dabei, oder? Oh, jetzt brauche ich den, der an allen ein, zwei Damage messert. Den brauche ich jetzt. Seven Agent. Ich frage mich, ob wird hier gleich alle wieder stärker verwandeln oder so. Kenn ich schon. Boah, der hat richtig Value aus diesem 0-3er-Ding da gezogen. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ja. Jetzt kommt gleich die Verwandlung. Ich brauche den Messertypen. Ich habe überhaupt Top-Deck gehofft.
Ja, okay, dickes Problem, Houston. Houston. Wo bist du, Houston? Sieht schlecht aus, Leute. Sieht schlecht aus. Jetzt wird er die alle hochbuffen. Evolution Schamane for the win. Scheiße. Ja, komm, eins mache ich noch. Eins mache ich noch, komm. Schöne Siegessträhne abgerissen durch die Aktion. Egal. It is wie it is, guys. Fröhliche Sass. Nein. Fügt allen Dienern einen Schaden zu, fügt allen Dienern stattdessen 3 Schaden zu, erhält maximal. Los geht's. Trotzdem gut für mich.
trotzdem gut für mich. Trotzdem. Ihr entgeht mir nicht. Scheiße, hätte ich ihn bloß nicht gedamaged. Hätte ich mit dem clearen können, ne? Oder? Nee. Air Brother. Ich frage mich, ob... Los geht's. Schon, was lauert in den Tiefen? Los. Jetzt ein dicker Spott wiederkommt, ich glaube, dann hat er mich, weil ich habe einfach nichts dagegen. Das ist cool. Das ist wiederum cool.
Also er hätte durchaus, also cool ist es nicht, aber es hätte durchaus was Schlimmeres passieren können. Nicht wahr sein. Ich könnte Meine Güte! Stirb endlich, ey! Drei Leben! Viel zu viel! Gib auf, Junge! Wahr sein. Was lauert in dem Tief? Warte, warte, warte. Los geht's.
Wenn er jetzt mit einem Lebenspunkt noch gewinnt, ne? Dann flipp ich aus. Gottes Schild gewinnt. Danke sehr. Stirb endlich, Alter. Stirb endlich. Ja. Boah. Stirb doch endlich. Boah. Das war echt anstrengend. Aber nice. Jetzt machen wir noch eine Packung zusammen auf. Golden und episch. Epische habe ich schon, aber die goldene können wir dusten. 50 nur. Egal. Gut, ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal.